Liebe Narrinnen und Narrlesen, ich habe jetzt hier einen Zettel gereicht bekommen. Die Bohnenbeitel sind aufgrund einer neuen EU-Verordnung aus Brüssel gezwungen worden, ihre Jahreshauptversammlung öffentlich abzuhalten. Zwei unserer lang gedienten Vorstandsmitglieder werden nun die Jahreshauptversammlung durchführen. Alla hopp. Der lustige Teil wird kurz unterbrochen. Und ich frage Sie, wollen wir jetzt also dieses Kompetenzteam hereinlassen? Dann bitte ich den Kapellmeister um einen ganz kurzen Tusch, bitte. Danke. Hallo. Schönen guten Abend. Ja, wir sind die Mensa-Mädchen und wir lassen keiner drauf. Lassen keiner drauf. Lassen keiner drauf. Wir sind die Mensa-Mädchen. Komm her, mein Bube, halt mal gut fest. Oder? Fester! Fest, Alter. Gnädige Frau, stell dir sich der Herrn genauso tappig an. Na dann, gute Nacht, Marie. Ach. Hiermit eröffne ich die diesjährige Jahreshauptversammlung der Bohnenbeitel Mombach. Wir sind Dornfelder und Sauerbrie, Senior Council Key Assistant Accident Manager für Umstrukturierung, Einsparing, Outsourcing und Riesling. Sagt mal jetzt mal, seid ihr total besoffen oder was? Nur ich, Herr Präsident, nur ich. Der Hans Hermann trinkt ja eigentlich kaum was. Außerdem habe ich gerade mal ganz gewissenhaft ihn Vendu im Boykeller gemacht. Und ich kann behaupten, es war, hier, es war überall innen drinne das drinne, was außen draußen draufsteht. Drum, die Bohnenbeitel, sie lebe hoch, hoch, hoch. Du sollst hier gleich den Kassebericht vorlesen und nichts Fasnachtliches bringen. Nicht. Und wenn? Ja. Es muss sich immer reimen. Das hab ich dir gesagt. De, 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 de. Und dann erst wird gelacht. Die Bohnenbeitel lebe hoch. Ei, was willst du denn? Das reimt sich doch. Haben wir wie immer fristgerecht zu unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung eingeladen. Was drinsteht, hat eh keiner gelesen, weil es ja auch keine Sau interessiert. Freuen uns aber, dass Sie hier alle so zahnlos erschienen sind. Anträge zur Tagesordnung sind nicht eingegangen, wären auch nicht berücksichtigt worden. Gibt's Wortmeldungen? Ja, da hinne. Na, die wollte nur zwei Sauergespritzte bestellen. Die Versammlung wird als öd empfunden, ist sie mit Wortmeldung verbunden. Komitee Kusch. Top 1, Beschlussfähigkeit prüfen. Wer hat noch nichts getrunken? Hand hoch. Gut, nicht stimmberechtigt. Frohmut, ich weiß ja auch nicht, wer bis jetzt noch nichts getrunken hat. Das sind bestimmt Veganer. Ja. Nein, mein Wein, den trink ich nicht, denn auch ein Pettel hat ein Gesicht. Ja. Wenn dich dann so goldig Weiträubchen aus traurige Aure anguckt, vom Stock gerissen, in die Kälte gepresst, durch den Filter gejagt, was ein Schicksal! Frohmut, ja, das sind genau dieselbe Gleiche, die sich schweigen, die Sahne zu schlagen. Ach, das macht mir aber auch nichts. Nee, Sahne schlagen. Hier, was ist denn da oben mit der Orf-Krupp? Sind die stimmberechtigt? Auch von uns ein fröhliches Hello an unsere Tinnitus-Kombo.
kriegst du ja einen Störfurz, einen Hörsturz. Die musikalische Früherziehungsgruppe der Bohnebeidel. Solange die sich weigern, ihr Instrumente zu stimmen, sind die auch nicht stimmberechtigt. Hans Hermann, hast du eben den Tusch gehört? Ich glaube, dem Schlagzeuger geht's wie der Angie. Beckenbruch. Bleib mir fort. Stimmberechtigt oder nicht, in dem Verein hat nur einer was zu sagen. Und das sind mir zwei. Genau. Top 2, Nasaufsätze, denn jetzt kommt der Kassebericht. Und für den braucht man viel Humor. Frohmut, ja. Was trinkt man dann zu so einem Kassebericht? Ich würde vorschlagen, so ein griechischer Nixtruvolos. Ja. Liebe Mitgliederinnen und alle anderen, nun folgt der Kassenbericht, vorgetragen von unserem Frohmut Dornfelder, der für uns wertvollste Mann im Verein. Quasi unser allerwertester. Ich traue ihm alles zu. Um, Beste, fängst du endlich an! Um, Beste, hältst du's Maul? Kassebericht! In der letzten Schlampagne waren die Sitzungen für den Verein ein Null-auf-Null-Geschäft. Ja, wenn ich es mal bildlich formulieren darf, der Verein hat so gemacht, wie die Mädchen in der Neudorfstraße. Der Verein hat vom Truflesche gelebt. Also ist es und so bleibt's, in einer engen Hose reibt's. Mach weiter. Also nach festem Bissen und Gerissen habe ich den diesjährigen Rechenschnapsbericht abgelegt, aber ich weiß ums Verrecken nicht mehr wo. Gut, aber in der Zwischenzeit könnte ich Ihnen mal gefühlvoll den Beipackzettel von meinen Zäpscher vorlesen. Sag mal, hast du etwa vor dem Vorlesen vom Kassebericht etwa schon die Hefe? Na ja, sicher, beim Verfassen hatte ich sie ja auch. Hast du wieder Badewanne gespielt? Man kann Badewanne nicht spielen, Hans Hermann. Doch! Wie? Es ist Wochenende und du lässt dich voll laufen. Hier, unser letzter Kassenwart, der war gut. Für den hatte unsere Stimmungssängerin eine Schwäche. Eine Bindegewebsschwäche. Ja, jetzt fängt er wieder mit dem letzten Kassenwart an. Hier, wenn der 3 und 3 zusammenzählen sollt, kannst du froh sein, wenn ungefähr 8 dabei rausgekommen ist. Ich hab das jetzt übernommen, ich bin schließlich vom Fach. Ich hab schon größere Vereine in die Krise geführt. So ist es nicht. Ja, ich war schließlich Steuerberater beim Uli Hoeneß. Also gut. Ich will mal so sagen, wenn wir das im Haben hätten, was wir nicht im Soll haben sollten, dann sollten wir im Haben sein. Hä? Ja. Du meinst also, wir haben zu wenig Guthaben und zu viel schlecht Soll? Richtig. Klingt plausibel. Ja, es ist statistisch. Es ist reine Statistik, Hans Hermann. Geh mir doch fort mit deiner Statistik. Wieso? Laut Statistik ist jeder Dritte ein Chines. Und? Wo sind sie? Eins, zwei, der Onkel Linus mit der Tante Paula, kein Chines. Eins, zwei ist Tante Julius, auch kein Chines. Also nach Adam Riesling habe ich die Hälfte von unserem Soll aufs Haben-Konto gebucht. Und somit hätten wir einen absolut ausgeglichenen Haushalt. Der Haushalt ist auf jeden Fall ausgeglichener als meine Frau. Und weil ich das regelmäßig gemacht habe,
kann man auch nicht von Unregelmäßigkeiten sprechen. Darüber müssen wir erst einmal demokratisch debattieren. Gibt es hierzu Fragen? Das ist nicht der Fall. Bitte Handzeichen, wie viele waren dafür? Viele. Viele? Ja. Ich brauche Zahlen. Mach's wie der ADAC. Sippe. 1000. Wie viele waren die Geige? Nicht so viele. Enthaltungen? Auch. Drum lasst uns hier mit diesem Glas den Druck erhöhen auf unser Blas. Prost! Prost. Das ist Konvoi. Das ist flüssige Sterbehilfe. Oh, der zieht aber ganz schön das Hemd hin neu. Hans Hermann, mach weiter in der Tagesordnung. Top 6, Aktuelles. Aktuelles? Frohmut? Ja. Ich wollte es dir schon jahrelang mal sagen. Ich habe mich nie getraut. Wir essen halt frei. Los, leh los. Vor 4 Wochen hatte Hitzelsbecher damit angefangen. Willst du etwa sagen, du wärst zu der rosarote Käppchen übergewechselt? Und jedem, dem so geht wie mir, der kann jetzt auch mit abstimmen. Und wenn er anonym bleiben will, soll er einfach weggucken. Frohmut. Ja. Ich liebe Frauen. Ja. Und der Heinz Meller ist Präsident von den Mumbacher Weight Watchers. Top 7, Mitgliederentwicklung. Austritte und Eintritte weiß ich nicht genau, aber Fehltritte? Fehltritte? Dazu sind die gar nicht mehr fähig. Also die Bohnenbeitel werden jetzt 128 Jahre. Das heißt, mir gäbe mittlerweile mehr für den Grabschmuck aus, als für die Bühnendeko. Ja! Die da hinkommen, ach, Baltrohr. Du meinst, unser zukünftiger, ehemaliger? Ja. Sollen wir die jetzt schon einplanen? Oh ja, sicher, jünger werden die Briten nicht. Naja, und die Blumenpreise steigen. Aber es ist trotzdem schön, dass das ruhmreiche Komitee sich heute Abend wieder nicht geweigert hat, da oben Platz zu nehmen. Sag mal, was macht ihr eigentlich den ganzen Abend da oben? Hä? Das ist die Wartelist vom Bill Hildis Stift. Ha! Sogenannte Bettbank der Mainzer Fasnacht. Hier, die müssen das bunte Käse ohne Brezelchen essen. Und Herr Uns, die Mahner Ach, wenn sie die Sitzheizung auf 8 drehen, hätte sie Feier unterm Arsch. Frohmut? Ja? Was ist denn das? Ich weiß nicht. Eine Rechnung über 713 Euro. Ah. Von einer Büttelbonner Fahnenstickerei. Ja, das ist für die Trauerschleife von der ehemaligen für die Ehrenstandard. Mhm. 713 Euro? Ja. Bist du noch verrückt? Wieso denn? Was steht noch überhaupt drauf auf der Trauerschleife? Wir wollen dich ehren, wir wollen dich loben. Du leist jetzt so ohne, wir bleiben noch oben. Ah! Okay. Hans Hermann! Hello! Hello!
Der Applaus zeigt, ihr habt den Narrentest bestanden. Zum ersten Mal angetreten auf der närrischen Rostra der Bohnebeidel. Kokolores im Kopf und Riesling in der Knoche. Von unserem Nachbarverein aus Gonsenheim zwei eiskalte Brüder. Rudi Lukas. Hello. Und Guido Heddergott. Also, eins muss ich euch sagen, mit dem Spundekäse und der Bresselscher habt ihr mein Gebiss schwer verletzt. Das tut mir so richtig weh hier niemand. Also, von welchem Komitee und all das heim. Lieber Rudi, ja. Lieber Lukas, lasst euch für euer gelungenes Zwiegespräch die Hand schütteln. Und wir verabschieden die beiden mit einem dreifach kräftig donnernden Hello! 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 Ich darf noch einen lieben Gast unter uns begrüßen, den Ministerpräsident von Hessen, Herrn Volker Bouffier mit seiner Ehefrau. Herzlich willkommen. Applaus